Hallo meine lieben Freunde, willkommen zum letzten Part von Batman Arkham Asylum und zwar den Specials und überhaupt generell Batman Arkham Asylum, der letzte Part. Und zwar, es heißt einfach nur noch, diese ganzen Dinger hier vorspielen. Huhu. Ich denke, das wird wieder eine längere Folge werden, aber naja, dann haben wir es hinter uns. Ich schalte mich wieder auf, wie bei den Patientengesprächen und ich wünsche euch viel Spaß bei den entschlüsselten Nachrichten. Und ich melde mich dann am Ende wieder. Tschüss. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Ich ging wieder zur Arbeit, aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Ich hätte Abscheu empfinden müssen, aber ich war mehr denn je begierig zu erfahren, warum jemand so etwas tun würde. Sie brachten das Tier zu mir, schamlos und bellend wie ein irrer Hund. Ich ertrug seine Angebereien eine gefühlte Ewigkeit. Er erzählte gern von seinen Taten und brüstete sich mit seinen verkommenen Verbrechen. Was Rache sein sollte, wurde zu Mitleid. Dieser arme Hund brauchte meine Hilfe. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft, eine wundervolle Zukunft. Neue Ziegel, Metall und Farbe bedeckten alte Wunden. Dem Körper wurde neues Leben eingehaucht. Kluge neue Geister kamen und schworen, unsere Versprechen zu halten. Wir wussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten. Und die Stadt würde es uns danken. Der Mörder meiner Familie stand vor mir. Jahre der Therapie hatten ihn gefestigt. Ich war froh, ihn frei herumlaufen zu sehen. Im Tausch gegen seine Freiheit verlangte der Staat nur eine Unterschrift. Er sprach davon, dass er gern in den Park gehen würde und dass er sich nach frischer Luft auf seinem Gesicht sehnt. Und dann nahm er den Federhalter meines Vaters und tötete meine Sekretärin. Als er überwältigt wurde, schrie er. Er bat um Vergebung, um Mitleid. Aber ich hatte keins.
Ich sah zu, als ihn die Wächter zusammenschlugen. Der Frühling war ein Wendepunkt, ein neuer Anfang. Mein wahres Schicksal wurde herrliche Realität. Der Mörder meiner Familie verschied bei einem tragischen Unfall. Diese Tiere können nicht geheilt werden. Wie Hunde reagieren sie nur auf Disziplin. Und wenn es damit nicht funktionierte, tja, dann mussten diese Unfälle wohl leider weitergehen. Ich lief auf meiner Insel herum. Ich kam am Zuchthaus vorbei und ekelte mich bei den Gedanken an den Dreck, den es enthielt. Ich sah auf die Gotham Bay und das späte Lichter. Mir war klar, dass Boote noch mehr Degenerierte in meine Stadt bringen würden. Ich schwor einmal mehr, sie vor dieser Dunkelheit zu beschützen. Ich stritt mit einer Gruppe junger, eifriger Ärzte. Sie langweilten mich mit Theorien und Ideen und bewiesen, dass sie nicht wussten, wie sie diese Tiere heilen sollten. Nur eine teilte meine Vision. Ich gab ihr die Chance, ihren Traum umzusetzen. Sie sagte ja. Zusammen wären wir ein gutes Team. Die Polizei von Gotham schleppte einen neuen Patienten auf die Insel. Sie sagten, er sei schuld an dem Verschwinden von Hunderten von Landstreichern. Als ich seinen abstoßenden Körper mit diesen Zähnen sah, stellte sich mein Geist herrliche Strafen vor, mit denen man dieses Monster brechen könnte. Ärzte versammelten sich um dieses Monster, gafften, untersuchten es. Doch nur ich allein wusste, was es endgültig heilen würde. Das Biest war zu stark. Die Wildheit dieses Tieres kostete mich fast das Leben. Ich ließ meinen Frust an einem einzelnen Patienten aus. Seine Patientenakten wiesen darauf hin, dass er paranoid schizophren war. Sein Flehen, als ich ihn totschlug, wies auf noch mehr hin. Seine Geständnisse waren erhellend. Mein Weg war klar. Jeden Tag empfand ich die Patienten als störender. Ihre kranken Laute und das ständige Zucken waren abstoßend für mich. Es gab nur einen Weg, dieses Übel zu bekämpfen, die Stadt vollständig zu reinigen und ihre Zukunft zu sichern. Ich musste mich vorbereiten. Ich musste bereit sein. Plötzlich hatte ich Gewissensbisse. Ich suchte Hilfe bei einem Priester und fragte, ob ich richtig handelte und ob es Sünde wäre, zu töten, um Leben zu retten. Der Mann Gottes sagte, jedes Leben sei heilig. Doch meine Seele würde nicht gerichtet werden, wenn ich ein Leben nähme, um eins zu retten. Ich verließ den Beichtstuhl mit erleichterter Seele, überzeugter denn je, dass ich nicht nur der Menschheit, sondern auch Gott einen Gefallen täte. Ich sah still zu, als er die Frau hereinbrachte. Ihre Haut war giftgrün. Ihre üppige Gestalt war nicht länger menschlich, schon gar nicht weiblich. Die Bibel sagt, eine Hexe darfst du nicht am Leben lassen. Aber er hat wieder mal diese weibliche Scheußlichkeit
unserer Obhut übergeben. Wenn ich mit dem Monster fertig bin, werde ich mal sehen, ob grünes Holz wirklich brennt. Als ich in der Dunkelheit vor seiner Zelle saß, sah ich sein wildes Zucken und hörte die ekelhaften Wörter aus seinem Mund. Wie kann ich so ein ekelhaftes Tier am Leben lassen? Er ist das Krebsgeschwür, vor dem ich die Stadt bewahren will. Das habe ich geschworen. Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Wie konnte ich so blind sein? Das Monster hatte einen Verbündeten. Ich versteckte mich in der Dunkelheit neben seiner Zelle und sah mit eigenen Augen, wie einer der Ärzte ihm was zuflüsterte. Ich würde sagen, sie sah ihn zärtlich, fast mit Begierde, durch die durchsichtige Barriere an. Meine Haut erschauderte vor Ekel, als sie das Glas küsste. Das Verlangen bekämpfend, den Kopf der Frau durch die Scheibe zu schlagen, ließ ich sie gewähren. Der grässliche Clown würde vielleicht Geheimnisse mit ihr teilen, die nützlich sein könnten, wenn der verrückte Hund endlich erschossen würde. Ich bin sicher, die Frau würde mir alles erzählen, was sie weiß. Wenn nicht freiwillig, dann würde ich sie mit elektronischen Mitteln überzeugen. Und danach vielleicht eine Lobotomie. Pech für jemanden, der so jung ist. Aber ihre Lust hat Arkhams Ruf aufs Spiel gesetzt. Ja, eine Lobotomie, das ist es. Es gibt keinen anderen Weg, der in dieser außergewöhnlich traurigen Sache ihr Schweigen garantiert. Wieder ertappte ich mich dabei, wie ich ihn ansah. Keiner kann ihn heilen. Er lacht denen ins Gesicht, die es versuchen. Amadeus hätte ihn nicht leben lassen. Das sollte ich auch nicht. Ein letzter Schluck Cognac und ich war soweit. Er sah zu, als ich in die Zelle kam. Er lächelte, als ich ihm das Messer zeigte. Ich sagte ihm, wie ich es benutzen wollte, wie ich die Stadt säubern will. Und dann der Terror. Ich war paralysiert. Ich wehrte mich. Ich schrie, aber ich blieb ruhig. Das Monster sah mich an, ausdruckslos. Er zog mein Messer langsam über meine Stirn. Ein Lächeln zog sich über sein schreckliches, porzellanartiges Gesicht. Und ich hörte, wie ihm der Dreck aus dem Mund fiel. Er lachte und redete mich mit diesem schrecklichen Namen an. Das muss Crane sein. Noch einer, der es nicht verdient hat, zu leben. Wieso erfreuen sich diese Leute am Chaos? Besonders Joker wünschte sich Anarchie herbei und sein Ausbruch wird die Stadt sicher ins Chaos stürzen. Ich spüre, das ist das Ende meines Tagebuchs. Joker wird man wieder einfangen. Meine Geschichte wird erzählt werden. Ich habe keine Angst. Wenn Arkham mein Gefängnis wird, will ich sicher sein, dass ich mein Bestes gegeben habe. Man wird sich meiner erinnern. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Obwohl Amadeus schon lange tot ist, lebte sein Geist weiter. Er überlebte und zog durch die Mauern der Anstalt. Als ich ausgewählt wurde, war ich stolz. Ich fühlte mich geehrt, seine Arbeit fortzusetzen, die Stadt zu säubern. Wenn ihr entschlossen genug seid, meinen Geschichten zu folgen, ist euer Wille stark genug, daraus meine Identität zu folgern.
Komm und finde mich, Freund. Zusammen werden wir Gotham retten. Mein Name ist Quincy Sharp, der Geist von Amadeus Arkham. Du hast gut daran getan, meine Geschichte zu entschlüsseln. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich vertraue darauf, dass du aufgrund meiner Aufzeichnungen das Richtige tust. Bitte. Ich flehe dich an. Setze meine Arbeit fort. Die Stadt verdient einen Retter. Bitte führe meine Arbeit fort. So, das war's. Hat doch nicht so lange gedauert wie die Patientengespräche, aber es war gut. Und es war auch ziemlich krank. Ich habe ja alles mitgehört und es war schon abnormal. So, damit ist Batman Arkham Asylum zu Ende und ich muss zugeben, ich bin etwas froh, weil ich habe am 3. Dezember mein Einjähriges. Und genau am 3. Dezember vor einem Jahr habe ich mit Batman Arkham Asylum angefangen. Das ist doch krank. Ich hänge seit einem Jahr an dem Spiel. Oder fast seit einem Jahr. Es ist Wahnsinn, aber immerhin ist es dann doch nicht so weit gekommen. Ich bin froh, ein Projekt wieder abzuschließen. Ich hoffe, euch hat das komplette Projekt gefallen. Jetzt nicht nur die Special Parts oder generell, falls ihr überhaupt irgendwas geguckt habt. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr ab und zu mal reingeschaut habt. Und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Projekt wieder. Und ich sage bis dahin, tschüss.